Leute, heute stelle ich euch auf jeden Fall mal das 2.9 Graveyard Cycle Deck vor, womit ich auch auf jeden Fall schon gut was gerissen habe, sagen wir es mal so. War auf jeden Fall nicht schlecht. Und zwar ist das Deck hier, spiele ich sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen jetzt so im Ladder auch. Das ist Deck auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Good luck auf jeden Fall erstmal an den Gegner. Skeletons hinten gesplittet. Müssen erstmal schauen. Man muss erstmal schauen, was spielt der Gegner. Er spielt einen Bomber schon mal richtig, richtig hässlich. Da würde ich einfach sagen, ist Mega Minion die beste Option, weil, wie wir alle natürlich wissen, ist der Bomber eine Bodeneinheit und kann deswegen keine Lufteinheiten angreifen. So. Er bringt dort die Hexe, können wir poisonen, das bringt auch nicht viel. Müssen wir einfach cyclen und müssen hier mit einem Eisgolem ran an den Speck. Dann kommt das hier und das hier. Und das da. Und dann kann es theoretisch was werden. Jo, der Bomber stirbt halt einfach nicht vom Poison. Wer kennt's nicht? Aber wir haben auf jeden Fall schon richtig, richtig krassen Schaden gemacht. Frage ist jetzt, wenn er einen Sepp hat, dann sind wir schon am Arsch. Was? Wie schlecht kann man bitte schön die Pfeile werfen? Es sollte doch wirklich jedem klar sein, dass aus dem Graveyard Skeletons spawnen. Und so viele Skeletons, was ist das? Ich verstehe einige Leute nicht. Und das Ding ist halt, diese Leute gewinnen dann, einfach aus dem Grund, weil sie einen Giant Level 10 haben. Das ist schon richtig schlecht. Das ist schon richtig, richtig schlecht. Wenn man so nur gewinnt, wenn man nur durchs Kartenlevel gewinnen kann, ja. Das ist nicht ganz so geil. Da lohnt sich der Poison auf jeden Fall auch wieder gegen die Hexe. Und die Skeletons dort machen auf jeden Fall keinen verkehrten Schaden mit dem Poison noch dazu. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Er versucht jetzt hier so ein bisschen meinen Tombstone zu predikten. Aber jetzt habe ich richtig reingekackt. Ja, Leute, wer kennt's nicht? Der Giant Level 10, der alles wegrasiert. Jeder kennt ihn, jeder hasst ihn. Alles in Ordnung. So. Er wird jetzt gleich wieder mit einem Giant hier kommen. Den ziehen wir jetzt mal ganz schnell aus dem Verkehr hier raus, ne? Weil so geht das ja gar nicht weiter. Schaut euch das an. Ich meine, das ist doch hässlich. Alter, was? Eigentlich können wir das Game nur so gewinnen, wenn wir hier tatsächlich das spielen und das Game ist verloren. Das Game ist eindeutig verloren. Also wer das nicht sieht, dass das Game hier verloren ist, ne, der ist schon blind, ja. Warum müssen die Gegner immer so ein hässliches Kartenlevel haben? Ich verstehe es nicht. Kann der Cycle mir nicht auch mal Leute geben, die ein geiles Kartenlevel haben, was auch mal so auf meinem Niveau entspricht? Verstehe ich nicht. Kann ich auch nicht verstehen. Werde ich auch nie verstehen. Naja. Wenigstens haben wir jetzt schon mal einen geilen Konter. Grabstein ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Konter gegen hier den Ofen. Und es sieht nicht mal schlecht aus, ja. Die Boogies überleben. Da können wir hier einen schönen Graveyard rauskloppen. Und können hier auch noch einen richtig göttlichen Poison raushauen, ja. Also der Poison ist... Oh, ist der Deluxe. Alter, ist der Deluxe. Boah, war der Poison geil. Er wird gleich wieder einen Hog Raider spielen, denke ich mal. Da kommen wir nämlich hier einfach mit einem... Trotzdem einem Lock. Und...
einen Mega Minion, das kann dort den Bowler ganz leicht wegklären. Der kriegt auch nur zwei Hits raus. Ist auf jeden Fall auch komplett in Ordnung. Wir bringen hier einen Tombstone rein, damit die Fire Spirits auch nicht an den Tower kommen. Okay, doch. Geht noch. Geht noch alles auf jeden Fall komplett fit. Boogies nach hinten. Und dann schauen wir mal. Was wird er jetzt machen? Ein Hawkrider kann er nicht bringen. Das weiß er aber auch. Denkt er jetzt, dass wir mit einem Graveyard reingehen? Okay, nee. Aber trotzdem können wir da auf jeden Fall einen nicht verkehrten Poison spielen. Genau, jetzt hat er den Hawk. Jetzt habe ich aber auch wieder den Tombstone und die Archers. Er hat zwar nochmal einen Zap, der Hawkrider, der kriegt zwar einen Hit raus, aber wir führen gerade. Und ihr seht schon, wie das Deck funktioniert. Es wird in der doppelten Elixierphase, ich kann es euch sagen, es wird in der doppelten Elixierphase richtig, richtig geil. Es wird wirklich richtig, richtig geil. Und wo haut er jetzt hier was raus? Können wir hier... Das können wir da nicht mit treffen, aber trotzdem hauen wir da den unnötigsten Poison raus, den es einfach nur gibt. Wo spielt er bitte schön? Wo spielt er bitte schön hier den Dings hin? Nein, 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 jetzt habe ich... Das ist das Problem. Jetzt hat man sich halt in so einer kleinen... Wie soll man das sagen? Da hat man sich halt in sowas gefangen. Und da muss man versuchen, möglichst schnell wieder rauszukommen. So in so einem kleinen Cycle, sage ich jetzt mal. Wo er ein theoretisch richtig, richtig gut finishen kann. Aber wir haben das in letzter Not eigentlich nochmal gerettet hier. Well played und good game. Das sind dann nur noch 3 Sekunden. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Thumbs up. Nicht schlecht, was wir dort gemacht haben. Schau mal, Dartgruppen können wir auf jeden Fall auch verspenden. Schaffen wir es jetzt, den Sieg einzubringen, dass wir wenigstens safe, also ein bisschen safer auf über 4000 Pokale sind? Schaffen wir es? Ist die Frage. Wir packen erstmal einen Eisgolem nach hinten. Wir packen erstmal den Eisgolem nach hinten, schauen, was er hat. Da können wir einfach Archers und Skeletons einsetzen. Das geht auf jeden Fall auch. Das sind dann auch 4 Elixier. Er wendet da kein Elixier mehr auf. Um das Ganze dort noch weiter zu supporten, da würde ich nämlich einfach mal sagen, bringen wir hier... Nein, hä? Nein! Kompletter Fail. Kompletter Fail. Eigentlich wollte ich da einen Poison hinsetzen, wo jetzt der... eigentlich wollte ich da einen Poison setzen, aber den Grabstein kann man natürlich nur bis zur Mitte bringen. Ist jetzt nicht ganz so geil. Müssen wir auf jeden Fall... Alter, was? Wo hat der das ganze Elixier hierher? Frage ich mich jetzt eigentlich nur. Diese Elite-Barbaren sind einfach zu scheiße. Die Elite-Barbaren sind einfach zu scheiße. Kann man nicht anders sagen, ja? Kann man nicht anders sagen. Reaktionsgeschwindigkeit ist auf jeden Fall auch am Start. Da kommt jetzt einfach nochmal ein Lock rein. Das muss das Ganze klären. Zwei Hits hat er einfach rausgekriegt. Zwei Hits hat er einfach rausgekriegt. Eisgolem. Und gleich kommt hier. Ja, Elite war nicht, wusste es. Da kommt jetzt nochmal ein Holz zu, da kriegen wir aber trotzdem ein Hit wieder raus und das ist ärgerlich. Oh, fuck. Der Poison sitzt zwar, aber es fällt einfach scheiße, ne? Es war halt einfach richtig, richtig scheiße. Das, Alter, das Holz. Habt ihr das gesehen? Das war auch scheiße. Also dieses Holz war wirklich auch richtig, richtig scheiße. Vor allem, weil der Elite-Bauer da einfach noch eine draus kriegt. Kann man auf jeden Fall sich auch mal gönnen.
Wer kennt's nicht? Er hat jetzt wieder die Valkyrie, Mann. Und das ist der Hardcounter gegen uns. Also Valkyrie geht gar nicht fit. Ganz, ganz schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee.